Es kann sogar ziemlich kompliziert sein, die Szene später zu benutzen, weil... Guten Morgen, Chat! Mein Name ist Jacqueline Fengut von schriftsteller-werden.de und das hier wird die produktivste Zeit deines Tages, denn wir starten und schreiben zusammen 30 Minuten an deiner Geschichte. Ich habe gerade gesehen, es sind schon einige da. Ein bisschen Guten Morgen gesagt haben wir ja auch schon. Casey ist wieder da. Matthias, Guten Morgen. Sofaheldin, Ilka, Buchenrauch, Erika da, Vera Tuskrei und ich habe eben auch irgendwo Anja gesehen und hoffe, habe alle erwischt. Und ihr habt ganz schön viele Motivationssterne schon gesammelt. Twitch zählt nämlich, wie lange ihr zuguckt und dann teilt das euch dementsprechend Sternchen zu. Und wenn ihr mehrere Tage hintereinander zuguckt, kriegt ihr mehr Sternchen. Also Bonussternchen, wenn ihr eine Kette macht. Wer hätte das gedacht? Habe ich gestern rausgefunden. Ich hatte eben gesehen, irgendjemand hat eine Kugel der Macht eingelöst. Matthias hat eine Kugel der Macht eingelöst. Und zwar eine Stufe 2. Jetzt muss ich selber gucken, was das ist. Die Stelle im Manuskript aussuchen, an der ich fürs Erste weiterarbeite. Okay, darfst du machen. Musst du hinschreiben. Wenn du möchtest, sage ich dir auch ein paar Optionen. Guten Morgen, Annika. Warte dann, also ich würde jetzt einfach schon mal anfangen, weil die Zeit läuft schon. Und Matthias kann ja noch schreiben, was ihm einfällt, wo ich gerne weiterschreiben soll. Und ansonsten, bis ich das weiß, würde ich sagen, ich kümmere mich nochmal um die Vergangenheit um John. Achso, Musik, kann ich die Musik anlassen? Oder soll ich die ausmachen? Bitte nicht mit Ja oder Nein antworten, sondern mit An oder Aus. Okay, ja, ich kümmere mich dann nochmal um die Vergangenheit von John. Mir ist nämlich, ich habe nämlich gestern versucht rauszufinden, warum er jetzt tatsächlich nackt ist. Meine ursprüngliche Erklärung kommt mir selber nicht mehr so richtig logisch vor. Deshalb möchte ich da heute ein bisschen drüber nachdenken. Und dann würde ich vielleicht sogar von vorne anfangen zu lesen und mal gucken, wie die Charaktere, die ich jetzt da entwickelt habe, zu dem passen, was passiert ist und was von beiden ich als nächstes ändern möchte. Okay, Matthias, gefällt das? Das freut mich. Und dann würde ich sagen, ganz viel Spaß beim Schreiben und wir sehen uns in 30 Minuten. Viel Spaß beim Mitmachen, Guntje. Und ich sehe gerade, die Zeit ist schon wieder um. Also dann würde ich sagen, sag mal Musik an oder Musik aus während des Tippens. Ich habe schon zwei für Tippmusik aus und Tippgeräusch an. Musik aus ist Casey, eher aus. Ich mag lieber nur Tippgeräusch, sagt Anja. Okay, nächstes Mal ist wieder aus. Aber jetzt könnte ich sie anmachen. Dann muss keiner meinem schweigenden Lesen zuhören. Ilka sagt, Aros hat er abgenickt. Okay. Habe ich auch überlegt, dass ich dann während des Schreibens ausmache. Ich habe heute hauptsächlich vergessen, das auszumachen. Und aus irgendeinem Grund hat es mich beruhigt. Normalerweise kann ich während dem Schreiben gar nicht so gut Musik hören. Also wenn, muss sie extrem zur Stimmung passen. Sonst habe ich schon merkwürdige Ergebnisse erzielt. Okay, nächstes Mal Musik aus. Die Meinung scheint eindeutig zu sein. Könnt ihr denn jetzt im Moment Musik hören? Weil ich höre nämlich nichts. Jetzt höre ich was. Zwei Fragen habe ich schon gesehen. Die eine ist sehr lang, deshalb muss ich die gerade lesen. Also ich habe ein kleines Charakterproblem. Für meine Geschichte waren gar nicht mehr als zwei Charaktere vorgesehen. Dadurch, dass ich in dieser Schreibzeit... Ganz kurz jetzt direkt die Frage dazu. Also es gibt wirklich nur zwei Charaktere in der ganzen Geschichte und sonst niemanden. Dadurch, dass ich in dieser Schreibzeit mich an die Geschichte gesetzt habe, habe ich gemerkt, dass ich mehr als zwei Charaktere nötige und habe auch schon mehr entwickelt. Allerdings habe ich keinen Plan, wie ich die einführen soll, da bisher nur die Sicht von zwei Hauptcharakteren stehen. Sollen das alles Sichtweisencharaktere sein oder sind das nur Nebencharaktere? Und weil wenn es nur Sichtweisencharaktere sind, dann kannst du einfach Sichtweise wechseln und dann führst du den automatisch ein. Ist das die Antwort auf deine Frage? Hallo Guntje, freut mich, dass du auch da bist. Ich hoffe, du hast auch schon was geschrieben. Morgen um 5.30 Uhr sind wir alle wieder hier. Und Vera hat gefragt, ob ich die Geschichte chronologisch schreibe, also von Kapitel 1 bis Kapitel X oder durcheinander. Also wie man sieht, habe ich jetzt im Moment, also ich hatte jetzt mit der ersten Szene hier angefangen zu schreiben, einfach weil das die allererste Idee für die Geschichte gewesen ist, die ich hatte. So, und ich fange auch eigentlich ganz gerne mit der ersten Szene an, weil ich muss die Charaktere ja auch noch kennenlernen. Das heißt, das ist nicht dann nur für die Leser eine Gelegenheit, die Charaktere kennenzulernen, sondern auch für mich eine Gelegenheit, die Charaktere kennenzulernen. Es kann aber durchaus passieren, dass ich die Geschichte durcheinander schreibe, vor allen Dingen dann, wenn ich gerade an einer Stelle nicht weiterkomme, aber eine andere Stelle schon genau kenne, dann schreibe ich dann zum Beispiel die drittletzte Szene zuerst, ohne dass ich jetzt schon weiß, dass es die drittletzte ist. Ich weiß nur, sie kommt weiter hinten. Aber nicht unter der Prämisse, dass ich vorhabe, die Szene genau so, wie sie ist, zu benutzen. Es kann sogar ziemlich kompliziert sein, die Szene später zu benutzen, weil wenn ich dann chronologisch bis da gekommen bin, sind so viele andere Sachen neu dazugekommen, die ich weiß, dass die Szene sich auf jeden Fall ändert und es kann
anstrengend sein, die Szene daran anzupassen. Ja, deshalb versuche ich chronologisch zu schreiben, aber ich mache es halt nicht immer. Es kommt halt immer drauf an, wie der Rest vom Schreibprozess gerade läuft. Ilke findet das Tippgeräusch auch super. Sehr gut. 420 Wörter hat Vera. Herzlichen Glückwunsch. Buchenraucher 1065. Und jetzt ist die Musik wieder da. Ha. Sofaheldin hat auch 1100 Wörter. Seit 4.30 Uhr. Herzlichen Glückwunsch. Sofaheldin hängt in der Story. Ach, deshalb sind es nur 1000 Wörter. Ja, dann hat Skrim da keine Rechtschreibkorrektur. Doch. Die habe ich ausgeschaltet. Das irritiert mich beim... Weil es, im Moment ist es... Also erstens, das sind Charakterbögen, die ich da schreibe. Und ich will im Moment ja gar nicht korrigieren. Ich will im Moment hauptsächlich denken und herausfinden, was überhaupt passiert ist. Und im ersten Entwurf kümmere ich mich um die Rechtschreibprüfung noch nicht. Außerdem, die Rechtschreibprüfung von Scrivener sagt was anderes als die Rechtschreibprüfung von Word. Und am Ende sitze ich dann da und überlege, wird dieses Wort jetzt groß oder klein oder mit 2L oder was weiß ich geschrieben? Ja, und deshalb gibt es am Anfang keine Rechtschreibkorrektur. Die Rechtschreibkorrektur mache ich tatsächlich als letztes, bevor ich es an jemanden schicke, der das lesen soll. Weil ich finde, so viel Respekt muss sein, dass man das vorher wenigstens mal einmal durch die Rechtschreibkorrektur gejagt hat. Aber Fakt ist, die Rechtschreibkorrektur, ganz egal welches ist, ist nicht gut genug, um danach das Projekt zu veröffentlichen. Deshalb gibt es ganz zum Schluss ein Korrektorat. Und selbst danach und nach noch Alpha-Lesern und Beta-Lesern und keine Ahnung, gibt es immer noch Rechtschreibfehler, die durchrutschen. Ganz, ganz merkwürdige teilweise. Das ist faszinierend. Hello Kitty hat nur 217 Wörter. Das sind 217 Wörter mehr als heute Morgen. Das ist super. Ganz egal, red dir nichts anderes ein. Das ist klasse. So. Und so Verheldin hat recht. Jedes Wort zählt. Darüber nachdenken zählt auch. Die ganzen Wörter, die ich jetzt da geschrieben habe, die hat mein Skriven noch nicht gezählt. Ich habe heute 0 Wörter. Also, ich habe gewonnen. Aber ich weiß mehr, als ich heute Morgen wusste. So. Hello Kitty hätte sich über 500 mehr gefreut. Kommt drauf an. Wären es bessere Wörter gewesen? Oder wäre es Blödsinn gewesen, weil du nicht so viel nachgedacht hättest? Über die aktuelle Szene denkt sie schon 2 Jahre nach. Krass. Vera musste sich aus dem Bett quälen und ist froh, dass sie es gemacht hat. Wer schenkt dir ein Emote oder sowas? Warte, Moment, ich kann das auch. Ha, bitteschön. Gibt's noch mehr irgendwo? Ich wollte dieses Feuerdings haben. So, an alle, die aufgestanden sind heute, ihr seid super. Hell Kitty schreibt chronologisch. Ah, die ist immer noch in der Tropfsteinhöhle. Ich glaube, da war sie gestern schon. Ich finde das total super. Hell Kitty hat geschrieben, dass sie eine Tropfsteinszene schreibt, weil sie selbst mal in einer war und davon so begeistert war. Ich finde das so cool, dass man solche Sachen in Geschichten reinpacken kann. Ilka hat jetzt einen Antagonisten, mit dem sie was anfangen kann. Keine Wortzahl. Tja, dafür hast du einen Antagonisten. Worauf man bei Testlesern achten sollte. Okay, wo fange ich an? Also, das Allerwichtigste, was man bei Testlesern beachten muss, ist, es ist nur eine Person. Es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder nimmst du jemanden, der selber schreibt. Dann musst du unheimlich aufpassen, dass derjenige nicht versucht, aus deiner Geschichte seine Geschichte zu machen. Das ist wahrscheinlich keine böse Absicht, aber jeder Mensch hat seine eigenen Vorlieben, wie Dinge passieren müssen und wie er Dinge schreibt und so weiter. Und es muss halt deine Geschichte bleiben. Und das Zweite ist, die Möglichkeit ist, dass er keine Ahnung vom Schreiben hat. Dann kann es sein, dass das Feedback sehr schwammig ist. Zum Beispiel kann er sagen, ja, das ist aber langweilig. Das hilft dann nicht viel und demotiviert eventuell nur. Und es ist halt nur seine Meinung. Und das heißt, es ist auf jeden Fall, wenn du Testleser machst, dann würde ich auf jeden Fall mindestens, also ja, also sind sowieso, ist immer schwer, welche zu finden, vor allen Dingen am Anfang. Deshalb sind 2 das aller Minimum, aber besser sind minimal 3, damit es eine Mehrheit geben kann. Wenn jetzt zum Beispiel einer an der einen Stelle sagt, das glaube ich jetzt aber nicht, dann kannst du darüber nachdenken und vielleicht noch einen kleinen erklärenden Nebensatz einfügen, aber dann kannst du es auch wieder vergessen. Wenn jetzt aber alle 3 Leute an derselben Stelle sagen, das glaube ich nicht, dann kann es auch sein, dass es halt was Größeres ist, was du vielleicht vorher aufbauen musst. Oder wenn einer sagt, ich kann den Charakter überhaupt nicht leiden, dann musst du was ändern, und die 2 anderen sagen vielleicht, der ist mega. Du verstehst meinen Punkt. Ja. Also vielleicht das Wichtigste an Testlesern ist, dass es mehr als einer ist. Und dass du annimmst, was sie sagen. Weil ist vielleicht doof und schwammig, dass sie sagen, die Stelle ist langweilig, aber es ist wichtig, dass du akzeptierst, dass das halt die Art und Weise ist, in der sie es gelesen haben. So ist es bei ihnen angekommen, deshalb hast du sie gefragt. Du kannst dich auch entscheiden, okay, ich lebe damit, dass das jetzt an dieser Stelle langweilig ist. Das ist auch eine Entscheidung, aber es muss halt eine bewusste Entscheidung sein und kein, ich will aber nichts ändern. Ich habe gesagt, ohne den Antagonisten geht's nicht. Nee,
Ohne seine Abwesenheit hat mich ja nun fast 3 Tage aufgehalten. Und jetzt ist der Knoten geplatzt. Das klingt super. Professor Blumberg hat gerade seinen Protagonisten sterben lassen. Von der Szene hatte ich schon lange Angst. Das hat im ersten Akt. Aber zum Glück gibt es eine Welt danach in meinem Roman. Das klingt interessant. Cool, es geht dann im Leben danach weiter. Dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Um 5.30 Uhr sind wir wieder hier und schreiben zusammen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Und wenn du dem Kanal folgst, dann bekommst du eine E-Mail in deinen Posteingang, wenn es wieder losgeht mit dem Countdown. Wir sehen uns morgen früh wieder. Alles Liebe und wie immer ganz viel Spaß beim Schreiben. Tschüss!